Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, mit einem neuen, super spannenden Video, denn viele von euch werden sich sicher fragen, 300 Paragon-Level in einer Stunde, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Ich kann euch beruhigen, es sind nicht 300 Paragon-Level, es sind 350, wenn man es ganz genau nimmt. Und zwar sind es natürlich die ersten 350, sprich also von Paragon-Level 1 bis Paragon-Level 350. Es geht natürlich nicht mehr von Paragon 1000 bis 1350, denn wie ihr wisst, wird ja, je höher man Paragon steigt, je weiter man nach oben kommt, immer mehr XP für das nächste Level benötigt. Aber schauen wir uns mal so die grundlegende Berechnung an, um eben von Paragon 1 bis Paragon 350 zu kommen, benötigt ihr 113 Milliarden XP. Und das ist jetzt ein Wert, der ist natürlich enorm hoch, aber eigentlich ist er gar nicht so enorm hoch. Wenn man weiß, wie es geht, kann man diesen in der Stunde leicht knacken. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, denn zuerst braucht ihr natürlich ein paar Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Ihr benötigt ein Viererteam, das relativ schnell und effektiv farmt. Ihr benötigt die großen Nephalem-Portale, die sogenannten Greater Rifts, denn nur dort könnt ihr die HP der Mobs, also die Erfahrung, so weit nach oben pushen, dass es überhaupt möglich ist. Und ihr benötigt noch ein bestimmtes Setup, so wie wir es zum Beispiel spielen, mit zwei Support-Klassen. Beide Support-Klassen sollten idealerweise XP getragen. Das bedeutet also Items, welche die erhaltene Erfahrung multiplizieren und vermehren. Und das Ganze wird dann natürlich auch auf euch aufgeteilt, denn die XP wird ja in der Gruppe gesplittet. Dann braucht ihr zwei Damage-Dealer, im Idealfall SWK Mönch und Hoter. Oder es geht natürlich auch als Damage Dealer ein Hexer oder ein Charge, Electric Charge, Static Charge Mönch, glaube ich, ist der neueste, der was auch sehr, sehr gern mitgenommen wird. Das sind so mal die Grundvoraussetzungen des aktuellen Teams von dem aktuellen Setup. So, und jetzt schauen wir uns auch gleich mal eine Berechnung an, wie funktioniert denn das Ganze. Wie ihr seht, wir starten mal mit Stufe 65, also wir gehen nach oben von 65 bis, glaube ich, 68. Ich habe es bis 70 probiert, aber 65 bis 68 ist so mal der gängige Umgang, in dem es gespielt wird. Hier halten wir 15, also 16 Milliarden Mob XP und 1,8 Milliarden Quest XP. Wenn wir den Rift durch haben und den abgeben, gibt es natürlich nochmal XP. Und das Ganze sollte idealerweise so schnell wie möglich gehen, denn es macht dann die Masse den Profit aus. Also die Masse ergibt dann natürlich die Gesamt-XP. Das Ganze wird jetzt in diesem Video mal auf 7 Runs in der Stunde kalkuliert. 7 Runs geht sich leicht aus, so habt ihr über 8 Minuten Zeit, denn ihr habt manchmal Rifts mit sehr hoher Spawn-Dichte, so wie wir jetzt im Hintergrund, und noch einen Lucky Schrein dazu. Und manchmal ist es eher sehr dünn besät, da braucht ihr schon mal 10 Minuten für einen Rift, aber im Schnitt knapp über 8 Minuten sollte sich für jeden Rift ausgehen. Und wie ihr seht von der Berechnung her, wenn wir hier dann mit 7 Rifts in der Stunde rechnen, kommen wir auf 126 Milliarden XP, wenn ihr 65er Speed Rifts macht. Also im Endeffekt, kurz gesagt, wenn euch eine Gruppe einpackt, ihr seid Paragon Level 1, seid ihr nach dieser Stunde Paragon Level 352. Das kann sich, sage ich mal, schon sehen lassen, aber das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen steigern. Und zwar schauen wir uns einfach mal den nächst höheren Rift an. Und zwar, wie sieht denn das Ganze aus, wenn ihr auf Stufe 66 wechselt? Und wie ihr hier schon sehen könnt, ändert sich hier bei den XP natürlich was. Es gibt 19 Milliarden Quest XP für Mobs, also 19 Milliarden XP für Mobs und 1,9 Milliarden. Quest XP macht also ungefähr 21 Milliarden pro Run. Und hier, ich muss hier noch was sagen, es geht hier natürlich immer mit den aktiven 25% XP-Bonus. Also ein XP-Pool ist aktuell reingerechnet, denn besonders bei diesen Farmen zahlt es sich auf jeden Fall aus, XP-Pools zu stacken. Ihr könnt ja maximal 10 XP-Pools stacken und die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, denn glaubt mir, es macht sich garantiert bemerkbar. Und auch hier kalkulieren wir wieder auf 7 Runs. Das ergibt also somit 147 Milliarden XP in der Stunde, was schon fast Paragon 380 entspricht. Ich habe es noch nicht genau ausgerechnet, aber es kommt ungefähr in diese Reichweite. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung von 66, jetzt 67 lassen wir aus, direkt auf 68, damit ihr hier seht, hier haben wir natürlich schon einen enormen Unterschied, was Mobs sowie Quest XP angeht. Und am Ende bleiben wir hier pro Run bei
25 Milliarden XP stehen. Natürlich muss man auch sagen, ihr könnt nicht einfach so die Stufen höher stellen, sondern ihr benötigt natürlich das dementsprechende Gear auch, weil jedes Mal, wenn ihr ja höher stellt, erhalten die Mobs, ich glaube, es waren 18% HP und 16% mehr Schaden. Und wenn ihr dann ein paar Stufen nach oben stellt, macht sich das natürlich bemerkbar. Aber wenn ihr das Gear habt, dann solltet ihr euch auf den 68er einschießen, denn mit 25 Milliarden XP ist das Ganze schon mal eine Hausnummer. Und wenn ihr dann natürlich das Ganze wieder hochrechnet auf unsere 7-Wanze, gibt es 175 Milliarden XP, was eigentlich schon Paragon 400 entspricht. Das bedeutet also, wenn ein Team, wenn es möglich wäre, wenn ihr gutes Gear habt, ein Team habt, mit welches euch mitzieht von 1 bis 400, wäre das in nur einer Stunde möglich. Und so seht ihr jetzt auch, warum ich zum Beispiel schon über die 800er Grenze bin in der Season. Und das, obwohl ich noch nicht allzu viel Playtime in der Season habe. Aber wenn man eben auf dieser Methode XD farmt, macht man auch in den hohen Paragon Level 800, 900 noch einige Levels pro Stunde, da der XP-Zuwachs einfach absolut enorm ist. Wenn das persönlich mal interessiert, wie das Ganze aussieht, hier habe ich euch mal einen Link eingeblendet. Das ist mein Twitch-Account, einfach Jesse Walks bei Twitch eingeben. Ich streame ja jetzt öfter mal live und da könnt ihr das dann live mitverfolgen, wie das Ganze aussieht, wenn man eben sogenannte Speed Rifts in den höheren Rifts macht, wie viel XP das gibt. Also das ist dann einfach nur enorm. Auch auf Paragon 800 Plus wächst da der Balken noch wirklich sehr stark an. So, im Hintergrund erhält unser kleiner Rift Guardian noch ein paar Schläge. Es ist natürlich auch ein Thema, dass der Rift Guardian natürlich im Rift am längsten braucht, da ihr nicht nur reinen Single-Target-Damage dabei habt, sondern auch sehr viel AOE-Damage braucht, müsst ihr schon ein bisschen warten. Aber diesen Rift zum Beispiel schafften wir in 6,25, also in einer relativ guten Zeit. Und wie gesagt, wenn die Mobdichte mal ein bisschen abnimmt, kann das schon ein bisschen länger dauern, wenn ihr keinen Luck mit dem Schrein habt. Aber ihr solltet mal circa 7 Rifts in der Stunde halten. Sollte das nicht möglich sein, stellt euch einfach ein Level runter, damit das Ganze dann auch so weit zügig vorangeht. Schafft ihr das leicht, könnt ihr auch natürlich gerne nach oben stellen und vielleicht sogar schon in die 70er Richtung gehen, aber da benötigt ihr dann wirklich sehr, sehr starkes Gear. So, Freunde, wie ihr seht, bin ich gleich im nächsten Wurf drin, denn wir haben ja auf den Abend gleich ein paar mehrere Ones gemacht. Man sucht sich ja nicht ein Team für ein One, sondern für mehrere. Und daher bleibt mir jetzt, wie immer am Ende des Videos zu sagen, solltet ihr noch nicht in der For-Fansites-Community sein, tretet bei, denn hier werden auch immer Leute für solche Rifts gesucht. Und ansonsten vergesst mir nicht, das Video zu liken, Fragen ab damit in den Kommentaren. Und wie immer, viel Glück, viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Video oder jetzt neu auch im Stream.